Meine sehr verehrten Damen und Herren, begrüßen Sie heute Abend in diesem wunderschönen Stall keinen anderen als den Castingshow Vize-Fuzzi 2007 von Stefan Raab. Ladies and Gentlemen, hier ist Gregor Meile! Jetzt kriege ich die Show-Applaus, ich habe noch gar nicht gespielt. Also erstmal ist es für mich, habe ich schon gesagt, eine große, große Ehre. Und vor allen Dingen, dass so viele Leute hier sind, habe ich auch schon gesagt. Seid ihr soweit? Okay, dann werden wir jetzt noch ein Lied spielen. Es gibt tausend kleine Wunder, ich bin froh, sie zu sehen. Im Leben geht's rauf und runter, man braucht lang, um zu verstehen. Ich bin vielleicht nur einer, der ausspricht, was er denkt und was er fühlt. Es gibt tausende von Menschen, die sind, wie sie so sind. Sie lassen sich nicht lenken, sie folgen ihrem Instinkt. Ich kann mich glücklich schätzen, gern zu tun, was ich tun muss, dass ich weiß, was vorher war. Es kommt zu dir. Es kommt zu dir. Es kommt zu dir von alleine oder nie. Die meiste Zeit riskierst du, was du schon längst hast. Die Traurigkeit verliebst du, wenn du weißt, was du verpasst. Auf dem Grunde deines Herzens liegt der Schatz deines Verstands und deines Glücks. Und deines Glücks. Es kommt zu dir. Es kommt zu dir. Es kommt zu dir von alleine oder nie. Hey, yeah. Es gibt tausend kleine Wunder. Ich bin froh, sie zu sehen. Herzlichen Dank!
Ja, wie ich vorher schon erwähnt habe, der lustige Ingo Wolfgarten an den schwarzen und weißen Tassen, ein Original Gulcher Jung. Könnt ihr mal Applaus machen, so weit weg von daheim. Ich bin total lustig, ja. Finde ich schon. Also es ist Geschmackssache, ne? Es ist Geschmackssache, aber ich finde schon, dass du lustig bist. Okay. Auch wenn du nichts sagst. Was soll das heißen? The best if you say nothing at all. Wir sind durch die Weiten Deutschlands gefahren, um hier für euch Musik zu machen. Wir kommen jetzt zum vorletzten Lied. Nee, das war das andere. Nein, es ist schön, es ist ein schöner Abend und wir werden noch ein bisschen spielen. Seid ihr soweit? Ja? Seid ihr soweit? Ja? Hakenier, seid ihr soweit? Ja? Hakenier für die Bühne. Zwanzig Jahre Maritim Hotel Köln, Ingo Wolfgarten. Danke. Oh. Und dann eines Abends saß ich alleine in der Cocktailbar. Neben mir dieser Kellner. Er polierte die Weingläser. Und auf einmal kam ein Mann mit Bart rein. Es war nicht der Nikolaus. Ich kannte ihn aus dem Fernsehen. Und er sagte, Ingo, irgendwann nehme ich dich mit. Und hat er nicht eine tolle Stimme? Oh. Eins, zwei, drei, vier. Ich zahl meine Rechnungen und lebe stets bescheiden. Und ich freu mich, wenn die Sonne scheint. Ich bin durchaus motiviert, das große Sprungbrett zu erreichen. Ich hab immer fest daran geglaubt. Ich kann dir nicht mal sagen, was denn morgen so passieren wird. Doch der Wind steht für uns ganz gut. Es wird nicht so bleiben, dafür kann ich garantieren. Und wenn du mittelst, kannst du mit mir gehen. Ich nehm dich mit. Ich pack dich ein, irgendwann, ich krieg's schon hin. Irgendwann wird es so sein. Irgendwann, oh, ich treff dich mit. Irgendwann, ich pack dich ein, irgendwann, ich krieg's schon hin. Irgendwann wird es so sein. Irgendwann. Tausend kleine Dinge, die ich nie zuvor gesehen hab. Und ich weiß, der Clou steckt im Detail. Vielleicht treibt's mich in den Süden und dann kauf ich mir eine Strandbar. Bisschen Glück gibt's doch überall, yeah. Der Alltag macht mich irre und ich krieg nichts auf die Reihe. Die Sehnsucht raubt mir den Verstand. Es will nicht so bleiben, dafür
kann ich garantieren. Und wenn du mittrittst, kannst du mit mir gehen. Ich nehme dich mit. Irgendwann, ich mag dich ja. Irgendwann, ich krieg's so mit. Irgendwann wird es so sein. Irgendwann, oh, ich will nicht mehr. Irgendwann, ich pack dich ein. Irgendwann, ich krieg's schon. Irgendwann wird es so sein. Irgendwann. Ich kann fast alles außer alleine sein. Mir passt alles, außer du sperrst mich an. Bisschen verrückt sein, ohne gleich durchzudrehen. Ihr kommt mit uns auf die Reise, wenn ihr wollt. So, der Heinsam, von wegen faul rumsitzen, Achtung! Auf Hochdeutsch, Achtung! Irgendwann! Wir haben es doch gerade geübt. Heia, heia. Ich weiß, dass verdammt viel Gospel in dieser Scheune hier steckt. Das weiß ich. Seid ihr soweit? Oh,
Herzlichen Dank. Thank you, thank you. Ja, beim vorletzten Lied muss man ein bisschen einheizen, das haben wir uns so angewöhnt. Was sagt der zu Wolfman und seiner Holzkiste? Da ist ja unfassbar. Oder? Und das ist alles original. Selbst Wolfman. Du, ich habe Ausschnitt bei YouTube gesehen, gell, wo du mit deiner Holzkiste spielst, da, wo du mir mal geschickt hast. Da habe ich noch nicht den Unterschied zwischen weiblichen und männlichen Playmobil-Männchen gekannt. Da hat er schon auf der Holzkiste rumgedrückt, gell? Ein schönes Instrument. Ich weiß jetzt nicht, ob er dir ein Kompliment machen wollte oder dir sagen wollte, dass du alt bist. Och, Ingo, fall doch nicht mehr. Ich drehe mich gleich wieder so. Nein, das ist ein. Ich habe wahnsinnig Respekt davor für Leute, die seit ganz vielen Jahren mit ihrer Erfahrung einfach geschmackvoll zu meiner Musik beitragen. Wolltest du jetzt sagen, dass ich auch alt bin? Nein, du bist ein Mensch, der auch in jungen Jahren mit einem Talent für, mit einem sehr ausgeprägten Gerechtigkeitssinn. Du weißt schon, dass du das gerade schlimmer machst, ne? Wir müssen noch mal ich schneuze mir kurz die Nase, dann ist alles, weil dann kannst du mir mal was erzählen, weil ich hab schon wieder, ich hab bei den Schnupfen. Der Ingo hat mich angesteckt. Wow. Ja. Wir müssen noch mal über die Gage reden. Also die Flasche Wein, das war ja so ausgemacht. Ja, aber zwei Äpfel hätte ich schon gern mehr. Wir haben eigentlich zwei Äpfel, drei Eier ausgemacht. Du kannst die Flasche Wein, war so gratis, weil habe ich ja auch was davon. Du bist ja kein Weintrinker. Und die haben wir schon, ich habe das schon mal, guck mal, und diesmal habe ich sie wirklich dabei. Ich habe das auch schon mal vorbereitet. Ist das nicht schön, wie die das dekoriert haben? Hier nochmal Sarah, Felix, Maria, herzlichen Dank, dass ihr das so schön gemacht habt. Ich kann es nicht oft genug sagen. Herzlichen Dank. Hi, mein Schätzli. Wir werden wirklich tatsächlich, ob ihr es glaubt oder nicht, noch einen Song spielen. Ihr glaubt es auch noch, oder? Es hört sich so an, es ist Schweigen und so ein bisschen, ihr akzeptiert es einfach. Weißt du, in Italien hätte ich schon eine Missgabel im Rücken und ihr seid so. Ihr sagt, hey, gut, das war schon schön. Also eins würde ich schon noch. Das nächste Lied geht ans Herz. Es heißt, so soll es sein. Da hat so jeder seine eigene Geschichte. Damit sage ich immer. Es gibt Tage, da bist du unerreichbar von mir fort. Es gibt Nächte ab und zu, da sind wir am selben Ort. Du wohnst in meiner Zukunft, du lebst in meinem Jetzt. So soll es sein. Ich weiß, dass es dir gut geht, viel besser ohne mich. Ich weiß, dass mir der Mut fehlt, zu kämpfen um dich. Doch ich schenk dir diesen Leichtsinn, mein Herz und dieses Lied, so soll es sein. Ich will zurück zu dir, doch ich weiß, es ist zu spät. Oh, ich muss zurück zu dir. Doch ich weiß, dass das nicht geht. Denn ich steh mir selbst im Weg. Wenn du atmest, hör ich zu. Wenn du schläfst, bin ich bei dir. Wenn ich wach bin, ab und zu, dann flieht mein Herz zu dir. Ich kann froh sein, dass ich lebe. Nur was soll das ohne dich?
Wieso muss das sein? Ich will zurück zu dir. Ich weiß, es ist zu spät. Oh, ich muss zurück zu dir. Ich weiß, dass das nicht geht. Oh, ich will zurück zu dir. Ich weiß, es ist zu spät. Oh, ich muss zurück zu dir. Ich weiß, dass das nicht geht. Denn ich steh mir selbst im Weg. Nein, ich weiß, dass das nicht geht. Denn ich steh mir selbst im Weg. Tage, da bist du unerreichbar von mir fort. Es gibt Nächte ab und zu, da sind wir am selben Ort. Du wohnst in meiner Zukunft, du lebst in meinem Jetzt. So soll es sein. Herzlichen Dank. Voll für ein Schächtes mit der Orgel. Das kommt ja viel zu selten vor. Hast du keine Klapporgel? Aufblasbar. Wofür Bier, wie alt bist du jetzt? 42, gell? Der schleppt immer die Orgel, er kann die alleine in sein Auto einladen. Ist das nicht unfassbar? Wolfen an der Hammond-Orgel, das Ding wiegt wie viel? 200 Kilo, der lädt das alleine ins Auto ein. Natürlich lassen wir das nicht zu, aber theoretisch könnte es alleine. Der arme Kerl. So, bleib schwitz, gell? Und wenn du mal Anfang, Ende 50 bist, da bist du froh, dass du so fit bist. Seid ihr soweit? Sollen wir noch einspielen? Ich weiß ja nicht. Jetzt haben wir schon mal aufgebaut und so. Ne? Schön, das sieht auch toll aus. Ihr seht toll aus von hier oben. Wirklich toll. Ganz normale Leute stehen morgens auf. Ihr Leben lang ist heute und ihr arbeitet nie auf. Ganz normale Leute haben die Welt noch nie gesehen, machen nie fette Beute, fallen nie auf durch große Reden. Das ist so normal, das kann dir doch egal sein. Was ist so normal, das kann dir doch egal sein. Ganz normale Leute sind zufrieden mit sich selbst, haben an kleinen Dingen Freude und sparen ihr letztes Geld. Ganz normale Leute erfüllen ihre Pflicht,
besorgen alles heute. Zeit zu beklagen haben sie nicht, das ist so normal. Das können die doch egal sein. Oh, es ist so normal. Das können die doch egal sein. Das ist normal, es ist egal, normalerweise. Jeder verliert, jeder gewinnt in diesem Spiel. Was ist fatal, was ist banal auf deiner Reise? Find's heraus. Oh, mach dein Ding. Doch was wäre Frodo ohne Sam? Ohne ganz normale Leute würde die Welt gleich untergehen. Ohne ganz normale Leute würden wir uns nicht verstehen. Würden wir uns nicht verstehen. Habt ihr noch mal Lust mitzusingen? 3, 4 habe ich gerade gehört. Vorletztes Lied, habt ihr noch Lust mitzusingen? Achtung! Steigern uns langsam. Achtung. Yeah. Was ist mit euch los? Wir werden langsam lauter. Das ist so normal. Das kann dir doch egal sein. Oh, das ist so normal. Dir auch egal. Ich will euch nochmal hören. Alle. Nicht schlecht. Ich würde sogar, ich würde sagen, schön. Richtig schön. Und sogar ganz freiwillig, verstehst du? Vor lauter lass mir auch mit.
Beim nächsten Lied ist mir Folgendes passiert, dass ich festgestellt habe, dass man viel zu oft Sachen erlebt, die sehr, sehr positiv sind und eigentlich gar nicht feststellt, dass sie gerade jetzt passieren, sondern 3-4 Tage später, eine Woche später, Monate später. So spätestens, wenn die Urlaubsfotos entwickelt sind, ach, war doch ganz schön eigentlich. Und ich habe für mich so als kleinen Ratgeber für mich entdeckt, so was das Glück angeht, es ist verdammt wichtig, das in dem Moment zu kapieren, wo es passiert. Gerade in dem Moment, wo es passiert. Und das nächste Lied heißt Jetzt und genau darum geht's. Wenn ich die Gitarre fertig gestimmt hätte, bevor ich geredet hätte, wäre das eine tolle Überleitung gewesen. So wie jetzt gerade. Ich genieße den Moment. Aber ich helfe dir doch einfach mal und setz mich einfach hinter dich. Oh, diese Stimme kenne ich. Diese tiefe Stimme kennst du, das ist schön. Yeah. Genau, mach ich. Kein Problem. Ich singe jetzt einfach auf Österreichisch mit. Schauen wir mal, ob es passt. Oh, das passt. Das geht sehr aus. Die wunderbare Maria Pentschew. Könnt ihr mal in die Hände klatschen, bitte? Vieles Dank, vieles Dank. Maria, hörst du dich genug? Sonst komm ein bisschen, knapp den Stuhl und komm ein bisschen nach vorne. Voll. Schnapp den Stuhl, ich zieh mal das Sofa nach vorne, ja? Aufpassen, auf Sofa und auf die Hemden. Sind beide gleich alt, oder? Oh! Oh! Die Hemden ist älter. Ja, ganz gefährliches Gebiet. Wenn du jetzt aufgibst, kannst du gleich nach Hause gehen. Wirst du jetzt verrückt, bleibt die Uhr im Zimmer stehen. Denkst du jetzt, das war's, bist du nicht auserkoren. Hast du hier nichts verloren in diesem Spiel. Sei doch stolz auf dich. Du hast es fast geschafft, lass dich doch nicht selbst im Stich. Klar, dass du jetzt nicht raffst, was du für dich tust, ist gut. Du weißt das ganz genau, du lebst in einem Traum von dir. Was immer du wolltest, bekommst du jetzt. Was immer du solltest, tust du jetzt. Was immer du brauchtest, hast du jetzt. Und ganz bestimmt geliebt wirst du schon lang. Man kriegt nichts geschenkt, nur das Leben gibt's für lau. Hast dir fast den Hals verrenkt, um über den Tellerrand zu schauen. Du schuftest von früh bis spät an deinem eigenen Traum. Und trotzdem glaubst du kaum an dich. Was immer du wolltest, bekommst du jetzt. Was immer du solltest, tust du jetzt. Was immer du brauchst, hast du jetzt. Ganz bestimmt geliebt wirst du schon lang. Du erwartest viel zu viel. Es kommt der Weg, dann kommt das Ziel. Die Leichtigkeit des Seins ist ein. Und du bist auch nicht allein. Niemand weiß, wie's weitergeht. Das Schicksal war noch nicht konkret. Und du musst nur dankbar sein. Wenn du jetzt aufgibst, kannst du gleich nach Hause gehen.
Bist du jetzt verrückt? Bleibt die Uhr im Zimmer stehen? Zimmer, du wolltest, bekommst du jetzt? Oh, Zimmer, du solltest, tust du jetzt? Zimmer, du wolltest, hast du jetzt? Und ganz bestimmt geliebt wirst du schon lang. Oh, was immer du wolltest, bekommst du jetzt. Was immer du solltest, tust du jetzt. Was immer du wolltest, hast du jetzt. Und ganz bestimmt geliebt wirst du schon lang. Und ganz bestimmt geliebt wirst du schon lang. Maria! Dankeschön. Oh, jetzt zieht sie sogar die Jacke aus für Maria. Jetzt wird's aber auch heiß. Jetzt sieht mein Pullover aber auch aus. Hey, sitzt du dich zu mir? Wenn du sehen willst, wir spielen ein kuscheliges kleines Lied. Es ist kein großes Lied. Ah, das kleine Lied. Sehr schön. Das ist mal ein Überraschungseffekt. Sehr schön. Ingo, schön, dass du auf dem Sofa sitzt. Sehr schön. Sieht ja gar keiner, sieht ja gar keiner. Warte, gut. Musst du ein bisschen zu mir rutschen oder so. So. Du weißt, dass du das Ding noch auseinanderziehen musst, Ingo. Ich zieh für dich. Seid ihr soweit? Ja. Okay. Sehr schön. Ich fange mal an. Ich hab dich gesucht und gefunden in deiner kleinen Welt. Warst du ganz verloren und versunken. Du wünschtest dir den Held, der dich stets beschützt und behütet, bewacht und für dich kämpft im Dunkeln des Nichts. Hätte nie gedacht, dass du mich willst, den Ritter ohne Schwert, ohne Königreich, ohne Krone. Mein Leben läuft verkehrt, habe bloß versucht, dir zu helfen und hoffte, das Schicksal wird gut zu uns sein. Ich lass dich nicht zurück, ganz allein. Ich werd immer das Licht für dich sein. Und glaube mir jetzt nur das eine, mein Herz ist rein. Ich bin so froh, bei dir zu sein. Ich bin so froh, mit dir zu sein. Ich
ist es wirklich wahr, dass du hier bist? In meiner kleinen Welt, es ist sonderbar, dass es wir sind. Und dass es dir gefällt, dass du um mich kämpfst und zu mir hältst. Egal was passieren wird, wir haben uns zwei. Ich lass dich nicht zurück, ganz alleine. Ich werd immer das Licht für dich sein. Und glaube mir jetzt nur das eine, mein Herz ist frei. Ich bin so froh, bei dir zu sein. Ich bin so froh, mit dir zu sein. Tief im Herzen wünschst du, tief im Innern träumst du, glücklich und ewig zu sein. Deine Leiden kennst du, deine Schmerzen spürst du, du bist jetzt nicht mehr allein, nicht mehr allein, nicht mehr. Wir sind so froh, bei euch zu sein. Wir sind so froh, bei euch zu sein. Wir sind so froh. Schade, dass der Ingo jetzt wieder weg ist. Dafür erzählt der Gregor jetzt eine ganz tolle Geschichte. Die ist auch total kurz. Das ist eigentlich immer so der Moment, wo Ingo sich einen Kaffee holt. Oder einen kompletten Spiegel lese. Einkommensteuererklärung macht. Oder einen Herr der Ringe lese. Drei Teile. Und wehe, jetzt gehen die Leute raus zum Rauchen. Ich sag's euch. Ich sag's euch, macht die Tür zu, schließt das Ding ab. Also zur nächsten Geschichte, es passt perfekt zur Jahreszeit, es passt perfekt. Und zwar ist er vor ein paar Jahren exakt zu dieser Jahreszeit entstanden. Und heute sind wir dran vorbeigefahren, an der Lausitz von Berlin runter. Wir machen immer so ein Spielchen und es wäre ganz toll, man kann eine Kinokarte und nochmal ein T-Shirt gewinnen, wenn ein männliches Wesen, das freiwillig hier ist heute Abend, ja, das ist absolut entscheidend, ja. Ja. Die Titelmelodie des nächsten Films zumindest summen kann.
Und zwar ist es ein Film, der jetzt um diese Jahreszeit so zwischen 10 und 20 Mal in sämtlich öffentlich-rechtlichen Sendern gezeigt wird. Es ist einer meiner Lieblingsfilme. Ich sage jetzt einfach mal, und ihr Mädels, ihr seid ruhig. Ihr seid ruhig, Mädels, ruhig. Ja? 3 Haselnüsse für Aschenbrödel. Mädels, wer ihr singt jetzt die Melodie? Ganz ruhig, ganz ruhig. So. 3 Haselnüsse für Aschenbrödel und aus dieser Haselnuss werden wir... Moment, Moment, Moment. Aus dieser Haselnuss werden wir gleich das T-Shirt rauszaubern. Okay, das war ein bisschen zu viel versprochen. aber folgende Geschichte. Dieses Lied hat mich unfassbar inspiriert, vor allem für den nächsten Titel. Ich wusste den Namen mal von dem Auto, ich glaube Svoboda heißt er. Bin mir nicht ganz sicher, ob das eine Automarke ist, aber ich glaube, das ist der hier. Smirnov. Oder Smirnov. Smetana, aber das war der mit dem Fluss und so. Nee, Svoboda stimmt, aber ich glaube Pavel oder Karel, vielleicht hat er auch wie eine Maya komponiert, ich weiß nicht genau. Wie auch immer, das ist ein ganz tolles Lied und wenn ein männliches Wesen, das freiwillig hier ist, diese Melodie zoomen kann, hat es jetzt die Chance in... Aber hier vorne vor der Bühne, Entschuldigung. Also ein bisschen muss schon. Sehr gerne. Also ihr wisst, wie ihr hier nach vorne kommt. Also sehr, sehr gerne. Also wenn schon, sonst kriegt man sich auf Kamera drauf, weißt du? Jetzt komm. Komm, jetzt. Mut, jetzt ist es, jetzt ist es, jetzt. Wenn du die Melodie kennst, unfassbar. So, und ihr Mädels seid, bitte noch, ihr verharrt noch in Agonie. Okay, ihr verharrt noch in aufmerksame Bereitstellung und kein Mikrofon, wir machen das völlig mikrofonfrei. Keine Angst, es wird nur mit 3 Kameras aufgezeichnet und morgen bei ProSieben ausgestrahlt, TAF zwischen 17:30 und 18:30, Primetime, aber ansonsten ist alles cool eigentlich. Ja, natürlich, es gibt nur einen wichtigen Song. Und ich würde... Gib ihm ein Mikrofon! Geh mal nach vorne. Wie heißt du denn? Erstmal, wie heißt du denn? Jens, willst du mal ganz kurz auf die Bühne kommen? Ja, komm mal. Komm doch mal auf die Bühne kurz. Weißt du, dann können wir die Kameras auch besser einfangen. Nein, wir helfen dir. Es ist ein wunderschönes Lied, das wirklich, wirklich... Hallo. So. Konzentration. Ja, es geht um ein T-Shirt. Gigantisches T-Shirt. 1, 2, 3, 4, 5. So, Mädels, ihr müsst jetzt ein bisschen helfen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mal die Hände klatschen für jetzt! So viel Mut, Romantik! Muss belohnt werden! Jetzt! Diese kannst du dir vorne abholen in XS. Ich glaube, der Jens sollte Background singen ab jetzt. Nein, wirklich, ist das nicht schön. Jens, ich dachte wirklich, das kommt gerade aus dem Grammophon raus, weißt du, frisch auf Platte gedruckt, wirklich. Hat sich schön gemacht. Sehr schön. Ja, unfassbar, ja. Da gibt es ja wo ein Produzent zum Schlagzeuger sagt, ob er etwas dynamischer spielen könnte und der Schlagzeuger, scheiße Mann, ich kann nicht lauter. Also, das war ein Musikerwitz. Das ist ein Musikerwitz. Ah.
Und es ist sicher ein Witz, den du schon kanntest. Du bist übrigens mit deiner Geschichte noch im Limit. Oh, ich bin noch 14 Minuten, haben wir das schon? Um deinen Rekord zu brechen, hast du noch 14 Minuten. Ja, jetzt ist ja verschneit raus, ihr kommt eh nicht mehr nach Hause. Wir haben schon alles abgeschlossen. Es gibt noch 2 Zimmer frei im Hotel. Ne? Und im Restaurant gibt es noch Sofas. Wir haben ja auch noch einen Sofa. Okay. 13 Minuten. Auf jeden Fall, danke Ingo, danke schön. Danke, dass du mir keinen Druck machst. Das finde ich sehr, sehr angenehm. Ja. Nee, ich wollte es ja nur machen. Nee, okay. Wie auch immer, das nächste Lied, also die Melodie davon, ist so, hat mich quasi inspiriert, dieses Lied hat mich inspiriert. Und zwar, wie habe ich so aus dem Fenster geguckt, ich wohne in Köln gegenüber einer Parkanlage. Es ist offiziell ein Friedhof. Für mich ist es ein Park und man muss es alles ein bisschen optimistischer sehen. Ne? Und man hat im Sommer total seine Ruhe, wenn man seine Steaks grillen möchte und so. Das ist echt total cool irgendwie. Und auch nicht ganz so viele Rauchschwaden wie in den anderen Parks. Spaß beiseite, ich komme ja hier vom Land, 50 Kilometer von deiner, gell? Aus Jagsthausen, da komme ich her. Und da ist es ja so, wenn, ich weiß nicht, ob ihr das Phänomen kennt, es kommt ja auch die meisten wahrscheinlich hier aus der Gegend, der Schnee ist ja weiß. Ne? Außer der gelbe Schnee, der ist gelb und du weißt ganz genau, warum der gelb ist. Und in Köln ist es so, es ist ein ganz witziges Phänomen, der Schnee hat schon eine andere Farbe angenommen, bevor er überhaupt den Boden berührt hat. Und ich dachte, ich muss mal, gerade in der Zeit, der Regen wird langsam zu Schnee und da ist der folgende Song entstanden und die Musik hat mich natürlich inspiriert und die Anfangsmelodie soll quasi fallenden Schnee musikalisch untermalen. Und ich habe 3 Haselnüsse für Aschenbrödel zu meinem 30. Geburtstag auf DVD von meiner Mama geschenkt bekommen. Ich stehe dazu. Ingo, bin ich noch im Limit? Ja, nur ein unglaublicher Frauenversteher, aber ansonsten... Turnbeutelvergesser. Na, Herr Mayer, wir haben einen Turnbeutel leider noch im Platz, gell? So. Inge, zum 30. Geburtstag, ehrlich, Aschenbrödel. Vorsicht, dass der Hut nie brennt. Okay. Das muss wahre Liebe sein. Also, Augen zumachen, gerade um die Jahreszeit, fallenden Schnee musikalisch untermalt. Das geht nur, wenn alle zuhören. Achtung, fallender Schnee ist ganz leise. Tage sind dunkler im Winter, der Regen wird langsam zu Schnee. Manchmal kommst du selbst dahinter, solange man weint, tut's noch weh. Die Schwalben sind längst schon im Süden, wer bleibt, muss sich wärmer anziehen. Reichtum macht selten zufrieden, glücklich ist der, der es verdient. Vielleicht drehst du dich nur noch im Kreis, vielleicht hast du dein Ziel schon erreicht, vielleicht siehst du nur noch schwarz und weiß, vielleicht ist es gar nicht so leicht. Habt ihr schon alles gesehen? Sehnsucht treibt uns in die Ferne. Weisheit braucht Zeit zu verstehen. Vielleicht drehst du dich nur noch im Kreis. Vielleicht hast du dein Ziel schon erreicht. Vielleicht siehst du nur noch schwarz und weiß.
vielleicht ist es gar nicht so leicht. Sind wir da? Sind wir da? Wozu sind wir da? Herzlichen Dank!